Jo, hallo. Falls ihr euch jetzt auch dafür entschieden habt, euch eine Mixswitch zu holen und mal versucht habt zu googeln, wo man die kaufen kann, werdet ihr schnell festgestellt haben, dass es gar nicht so einfach ist, da einen Reseller zu finden. Es gibt da einige in UK oder hier in Deutschland, das ist da, wo ich meine Karte bestellt habe. Wird noch nicht geliefert, ist in einer anderen Charge, aber zumindest als vertrauenswürdige Quelle kann ich empfehlen, ist customlegends.de. Ist in der Modder-Szene ziemlich bekannt, dass sie schon diverse Umbauten anbieten, Reparaturen. Von daher kein neuer Anbieter, das ist der Benedikt, der macht das schon seit vielen, vielen Jahren. Und hier habe ich entsprechend auch mein Modul bestellt. Kann man reinschauen. Üblichen Details und aus meiner Sicht auf jeden Fall valide. Man muss natürlich schauen, ich verdiene, ist jetzt keine Werbung. Ich blende es trotzdem als Werbung, um sicher zu gehen. Ich verdiene hier kein Geld dran. Ich kann nicht garantieren, dass es eine hundertprozentig sichere Quelle ist, aber es sollte passen. Und ihr könnt hier im besten Fall auch den Mixswitch-Dumper bestellen. Dieser wird aber frühestens im Ende Februar ausgeliefert, die ersten Modelle und die wahrscheinlich auch bloß an einige YouTuber. Von daher hier gibt es noch keine Garantie, ob das Ding wirklich funktioniert. Von daher würde ich hier wahrscheinlich noch warten mit einer Bestellung. Und auch bei dem Mixswitch-Modul, denkt bitte dran, guckt die anderen Videos. Das ist nicht Plug and Play, sondern ihr braucht da ein bisschen Erfahrung, gerade was die Dateien angeht. Aber ansonsten glaube ich, kann man hier bestellen, ohne zu hohes Risiko einzugehen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wert. Von daher, ja, dann noch schönen Tag, war. Ciao.